Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, wieder bei Forza Motorsport 7. Weiter geht unsere Reise. Ja, jetzt habe ich dieses Auto für die letzte Fahrt noch ein bisschen verfeinert hier mit einer Lackierung und ein bisschen besseren Felgen. So, dann... Ja, bin ich wieder privat eine kleine Runde gefahren. Wir haben aber, glaube ich, Forza Motorsport 5 angehabt, genau. Und ich bin auch das mit dem Bowling gefahren. Aber wir müssen hier noch die letzte Strecke fahren. Ich weiß gar nicht, ob er es genommen hat, weil irgendwie bin ich rein ins Menü. War aber nicht hier drin, sondern war dort einen Schritt weiter eben hinten. Bin dann das Bowling gefahren, danach hat sich das Spiel aufgehangen, also ganz komisch. Ja, vielleicht habe ich es dann eh noch nicht freigeschalten, werden wir aber dann sehen. Spielen werden wir es auf jeden Fall am Ende des Bades, das mit dem Bowling, das zeige ich euch mit der langen Stretch-Limo. Jo, ich schaue aber noch einmal rein, ob ich jetzt wieder alles eingestellt habe eigentlich soweit. Super leicht Traktion, das schauen wir uns einmal an. Noch vom Junior, ihr wisst es. Ich habe auch gleich das meiste wieder umgestellt. Nur Brems... Ideale nur Bremshilfe, genau. Lenkung ist auf jeden Fall normal. Treiber der Schwierigkeit müsste sein auf überdurchschnittlich, genau, plus 20%. Los geht's. Ins letzte Rennen hier. In unserem Chevy. Sehr geiles Design, würde ich sagen. Vom Kollegen. In Laguna Seca. General Lee da hinten, das Auto. Schau mal, wie der Wagen hier so liegt in Laguna Seca, also vor allem mit der Corkscrew dann oben. Ah, da wird's jetzt... Ah, da noch nicht oben. Noch eine Ebene, da wird's jetzt spannend. Dann holt uns das Steve gleich noch einmal. Ah, nicht zu schnell, da können wir nicht innen reinstechen. Aber hier sollte es gehen. Da bleibt der Bein hart außen. Ich glaube, jetzt haben wir ihn. Drei Runden müssen wir fahren. Ah, hier ging ein Mike. Ja, muss sagen, die KI ist hier gar nicht einmal so schlecht unterwegs.
hat. Da hat er auf einmal nicht ganz so raus beschleunigt. Ja, hier auch nicht. Okay. Naja, schade. Das ist wieder ärgerlich, wenn wir dann irgendwo GT3-Rennen fahren einmal. Aber hier darf man es halt nicht ganz so ernst nehmen, leider. Na, schauen wir mal. So, eine Runde noch, dann haben wir... Okay. Pff. Haben wir diese... Serie dann auch abgeschlossen. Schon finster. Auch eine geile Ansicht. Ja, vielleicht auch ein bisschen mit dem Lenkrad von außen. Etwas wackelig das Ganze. Ja, da hinten kommen schon. Viele Fehler darf man sich da nicht erlauben. Ja, perfekt. Somit haben wir das einmal abgeschlossen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gehen wir gleich weiter, machen wir hier ein bisschen schneller das Ganze, dass wir gleich zum nächsten Rennen kommen vielleicht. Schon zum zweiten Mal einen Erfolg. Ich bin beeindruckt. Schließt die Rookie-Meisterschaft ab, sehr nice. Vor Mac und Markus. Ich finde gerade meine Maus nicht. Seht es ihr? Nein. Gibt's ja nicht. Gut, nehmen wir mal den Controller in die Hand. Drücken auf A. Na, das funktioniert wenigstens, Gott sei Dank. Ja. Ordentlich, Boni. Dann nähern wir uns schon der 200.000er Marke. Das geht ja dahin, sehr schön. Vorher, was habe ich mir vorher genommen? War das im Let's Play dabei? Ich weiß jetzt gar nicht. Rabatt 18.000. Nissan GT-R 97. Ob ich mal den nehme, weiß ich jetzt gar nicht. Sie haben soeben die Rookie-Meisterschaft gewonnen und jedermann gezeigt, dass mit Ihnen zu rechnen ist. Und als wäre das noch nicht genug, können Sie sich jetzt auch an der nächsten Etappe auf dem Weg zum Pokal versuchen, der Aufsteigermeisterschaft. Okay. Aufsteigermeisterschaft, aber wir werden in diesem Part, glaube ich, noch... Okay, ich habe ihn doch bekommen. Das Bowling habe ich gemacht. Er hat es doch registriert. Und wir bekommen den Subaru 2013er. Nice.
Okay. Als nächstes steht die Aufsteigermeisterschaft an. Wie Sie sehen Geil. Können, gibt es hier mehr zu tun und Ihnen wird mehr abverlangt. Betrachten Sie es als gute Einstimmung auf das, was noch kommen wird. Sind Sie bereit? Wir können nochmal kurz reinschauen. Kompaktsportwagen. 5 Rennen. 1 im Besitz, 5 käuflich. Nice. Oh, SUV, geil. Das ist meine Klasse, Freunde. Nice, 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 nice. Was verwehren sich jeder Schublade. Ich wollte nur schauen. Sie sind Cousins der Sportwagen ihrer Hersteller und verwenden oftmals starke Motoren und Renntechnologien, mit denen sie es in unter 5 Sekunden von 0 auf 100 schaffen. Ja gut, wir könnten ja theoretisch, glaube ich, jedes Rennen mit einem anderen SUV fahren, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, 4 hätten wir sowieso. Da den Dodge. Dann den Jaguar. Der kommt auch so lang vor, da gibt es auch einen kürzeren. Dann den Jeep. Wo wir bald diese eine Dress bekommen. Da war aber ein Rufzeichen dabei, da sind wir übermotorisiert oder so. Oder von der Klasse her. Und den Porsche. Den Cayenne Turbo. Der ist auch nice. Ja, 4 Autos gleich einmal. Die können wir alle 4, wenn das so funktioniert, wie ich das glaube. Könnte man da alle 4 gleich einmal einsetzen dann. Was wird es da noch zum Kaufen geben? Oh, geil. Der Escalade, der Cadillac. Sehr nice. Oh, Mercedes, der ML. Ach, oh, geil. Ich muss einmal so ein eigenes Rennen auch erstellen mit SUV irgendwo auf einer geilen Strecke, irgendwie so. Einfach nur SUV. Ich weiß, in der Kurve ist dann nicht so ganz so geil, aber irgendwie macht das Spaß. 2008er Touareg hier, sehr nice von VW. Der Q7 V12 TDI. Sich so ausbringen. Nice, bin gespannt, wie der erstens geht und wie er beschleunigt und wie er sich anhört. Der Bentley, den kennen wir natürlich auch noch von Forza Horizon, glaube ich, dass es der ist. Der kommt auch so lang vor. Na, der X6M natürlich, ganz ein feines Teil auch. Der ist aber irgendwie noch gesperrt. Ach so, weit ist Stufe 4 außergewöhnlich. Okay, Stufe 4 bei den Autos, bei einer Garage brauchen wir da. Okay, den Dodge haben wir. Ist es der? Ich glaube. Jaguar haben wir auch. Den Jeep haben wir, genau. Ja, der Urus von Lamborghini. Ja, weiß ich nicht warum, aber der... Reifen kommen auch ein bisschen so überdimensioniert vor. Ich weiß gar nicht, ob man der jetzt so gut gefällt. Range Rover, Klassiker. Oh, Mercedes AMG. Den dann voll auffrisieren. Hat ja schon einen V12 drin. Also wenn der dann aufmotorisiert ist, macht das sicher auch Spaß, mit dem eine Runde zu drehen irgendwo. Weiß nicht, von mir aus auf der Nordschleife oder ich weiß nicht. Einfach so zum Spaß auch. Der Nissan. Das ist ein SUV? Ernsthaft? So, sehr kleiner SUV. Juke Nismo RS, der wäre natürlich in echt, glaube ich, auch geil, weil der hat, Moment mal umschalten, 225 kW, ja, der, mal schauen, was der in echt kostet, der wäre irgendwie ganz witzig. Und den Porsche haben wir eh, perfekt, Freunde. Ich glaube, da werden wir demnächst die SUV-Meisterschaft starten. Was haben wir denn noch? Forza Touring Cars. 7 Käufling, ja, Tourenwagen, auch meins natürlich. Da muss sich der Sportkompaktler noch fast hinten anstellen. Aber da hätten wir schon einen im Besitz. Das wäre natürlich trotzdem dann nicht schlecht. Oh, extrem geil. Mercedes-Benz Renntruck. Wir können aber keinen kaufen, doch das ist auch keiner im Besitz. Der wiegt so viel wie ein ausgewachsener Elefantenbulle, schafft es auf 1000 PS und ist in etwa so windschnittig wie ein Kühlschrank. Achso, nur Mercedes, okay. Wie werden Sie sich gegen eine ganze Flotte... Achso, und 200.000 kostet, okay, alles klar.
Na, schade, dass nur Mercedes mitfahren, das finde ich schade. Aber immerhin. Das können auch geile Rennen werden. Formula E, ja, puh. Schwierig. Werden wir vielleicht abstimmen, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Formula E. Na, schauen wir mal. Oh, Rally Heroes, auch natürlich nice. Porsche Spyder, jetzt sind wir da in den Menüs drin. Open, ah, da kann ich, ja, irgendwas, genau. Vintage Sport, okay. Open Wheel Legenden, ja, das will ich auch fahren, Freunde. Achso, das ist, ah, das ist ja ein Moment. Das ist ja, da bekommen wir einen PT24 geschenkt. Okay. Es geht zurück in die Zeit, bevor Heckflügel ihr Debüt in der Formel 1 gaben, als Motoren in die Mitte versetzt wurden und Großbritannien die Nase vorn hatte. Sehr geil. Ah, das können wir aber sowieso fahren. Da kriegen wir ein Auto zur Verfügung gestellt und dann, wenn wir es gewinnen wahrscheinlich, das wird das ein 1:1 Duell, dann bekommen wir das Auto auch. Sehr geil. Oh, was ist da? Endurance. Die 100... Die 100 Meilen oder 100 Kilometer, 100 Meilen von Spa-Francorchamps. Sie werden in einer Chevrolet Corvette unzählige Male die Lasurs-Haarnadelkurve durchfahren. Okay. Da könnte man eine Special-Folge oder einen Livestream machen zu den 100 Meilen von Spa-Francorchamps. Das klingt ja auch sehr geil. So. Open, da können wir uns irgendwas aussuchen. Ich würde sagen, in dem Part zeige ich euch noch einmal kurz das Bowling, die eine Runde. Da werden wir von außen mit dem Joypad, glaube ich, fahren. Das ist irgendwie ganz witzig. Eigentlich habe ich diese Untertitel ausgeschalten, aber gut. As wide as possible. Think about it from a vielleicht haben wir es irgendwie nicht bestätigt. Audio, Moment. Das müsste da irgendwo sein. Stimmen, Untertitel aus, haben wir eigentlich. Ja, genau. Ja, dann ist das irgendwas anderes. Vielleicht bei der Grafik. Auflösung. Hm. Sprache. Nö, das passt. Was gibt's denn da alles? US, EU, UK, Englisch, okay. Na gut, liebe Freunde, dann werden wir da kurz eine Runde drehen. Ich kann es zwar nicht so gut, aber ich zeige es euch mal, dass ihr es gesehen habt. Diese Special Events werden wir noch ziemlich alle, glaube ich, mitnehmen auch, was da gibt in die verschiedenen Klassen. Da müssen wir mit dem vorgegebenen fahren hier. So, jetzt müssen wir stellenweise ein bisschen quer fahren. Fängt es auch zum Regnen an. Ah, das ging nicht so geil. War ein bisschen zu langsam gerade unterwegs. Aber die dann tunen, diese Limo, da freue ich mich auch schon drauf. Mitnehmen hier. Ah, das war nix. Das probieren wir noch einmal ein bisschen anders. Aber auch nicht so geil leider.
kann man sich natürlich noch ein bisschen spielen. Gut, da liegt vorne noch ein Pin oben. So, jetzt fliegt er runter. Geil. Coole Sache. Ich glaube, ich habe sogar ein bisschen... Oder habe ich mehr Punkte wie vorher? Ich weiß gar nicht. Sieht man das? Egal, das Auto haben wir schon. Von dem her... Ja, coole Sache. Wir wissen, in welcher Klasse der eingestuft ist. Ja gut, die Ausbeute war jetzt nicht allzu hoch. Im Prinzip eine Gratisfelge haben wir uns da geholt. Gut, dann würde ich sagen, für diesen Part können wir das ja fast schon wieder gut sein lassen. Dafür schaue ich, dass ich für morgen noch einmal einen Part bringen kann. Wir werden vielleicht doch das fahren, was wir eventuell haben. Wobei SUV will ich auf jeden Fall fahren. Da haben wir aber F4 im Besitz auch. Aber schauen, was ich da noch tunen kann. Forza Touring, ja. Da haben wir gar nichts im Besitz. Formula E könnte man sich einen kaufen. Aber ich weiß nicht, wie viel kostet der? Sehen die Zukunft in ah, 180, das ist die ganze Kohle dann weg. Und verfeinerten Sicherheitsvorkehrungen. Doch dies ist vielleicht die Zukunft des Monoposto-Rennsports. Ab Schaeffler Audi Sport. Das E für elektrisch. Diesem Mix aus Technik, Stand und Drehmoment hat die FIA sogar eine ganze Rennserie gewidmet. Sports GT, diese was... Autos werden von den Herstellern gebaut, um den Herstellerteams zum Sieg zu verhelfen. In einigen Fällen werden sie auch zum Aushängeschild. Okay, passt. Gut, sehr schön. Ah, ich weiß noch, was wir machen. Das können wir noch zum Abschluss. Wer noch dabei bleiben will, wer nicht, kann ruhig abschalten. Bin ich euch nicht böse. Autos. Autos kaufen. Ich habe noch immer ein paar zum Freischalten. Wir werden jetzt gleich einmal alle freischalten, dass wir da, wenn wir was brauchen, das alles gleich in der Garage auch stehen haben. Ja, die Designs, witzigerweise, dauern ein bisschen. Irgendwo werden wir den wahrscheinlich auch brauchen. Man kann auch nach Designs wieder suchen, so wie immer. Ah, da habe ich schon was gesehen, glaube ich. Oder da gibt es schon feine Sachen, Freunde. Da gibt es schon, ja, Taxi. Ich glaube, ein Taxi wird es werden, weil das auch geil ausschaut. Offiziell das Pace Car, nice. Oh, da gibt es so geile Sachen hier. Das Taxi hat mir auch angetan irgendwie. Nein, ich nehme das Pace Car. Ich nehme das Pace Car Taxi, man kann sich dann immer runterladen. Ist ja kein Problem. Irgendwie das Pace Car hat mich jetzt irgendwie einen Ticken mehr begeistert. Sehr nice. Sehr nice. Serienteile eingebaut. Kaufen, zugelassene Teile eingebaut. Keine Ahnung, was, was das genau heißt. Für mich ein bisschen kryptisch. Aber wird schon passen. Haben wir Geld verloren, steht da jetzt nicht. So, dann den nächsten. Allego mio, Dodge. Fast and the Furious Edition. Lego Mio. 500. Wow. 2 Tonnen hat er aber. Egal, den nehmen wir trotzdem mit. Irgendwo können wir ihn sicher brauchen. Oh, nice. Nice, nice, nice. Nochmal General Lee. Oh, Monster, schaut auch geil aus. Spad Mobile, ja. Aber ein Monster, schaut auch sehr geil aus. Ich glaube aber... Ich nehme mal hier den. Ja.
gibt wieder Punkte für unsere Garage natürlich, dass wir dann die Stufe 4 Autos auch freischalten können. Also wenn man da von Anfang an spielt, ohne VIP und ohne irgendwas, nur die Standard Edition, kann ich mir vorstellen, dass das schon relativ lange dauert dann, bis man ein bisschen weiterkommt. Fiat Spider, okay. Den könnte man sogar vorstellen, in der Originalfarbe vielleicht zu lassen. Wobei man das natürlich eh immer wieder zurückbauen kann. Harley Quinn ist auch nice. Abarth, ja. Deadpool. Also warum das so lange dauert, das ist mir auch ein Rätsel. Oh, der ist auch sehr nice. Alitalia. Ah, die Jungs geben sich da schon sehr Mühe. Ich schau nochmal, Herstellerfarben. Weiß ich jetzt gar nicht, ob mir das so gefällt, diese Herstellerfarben, so hundertprozentig. Habe mich jetzt auch nicht so angesprochen gerade. Moment, wir schauen da nochmal. Harley Quinn. Na, das mit Abarth. Wo war denn das? Das klar, ja, das nehmen wir sich. Ja, schaut geil aus. Jo. Zugelassene Teile einbauen. Nachdem es kein Geld kostet, ist ja relativ egal, glaube ich. So, wir haben 186.000, perfekt. Und wir haben noch ein paar Autos, also ja, vielleicht noch die nächsten... legendär ist der sogar. Ein Holden. Nehmen wir auch mit. Ja, habe ich jetzt alles hier bei der Ultimate Edition mit dabei gehabt. Da waren schon so einige Autos. Das irgendwie gefällt mir auch. Schauen wir trotzdem noch weiter. Ja, das ist auch nice. Irgendwie zweimal das gleiche. Also einmal mit Ding und einmal ein bisschen verwittert. Okay. Auch nice. Drone. Oh, ein paar sind wirklich ein Wahnsinn, wie die das hinkriegen. Auch nice. So, vier sind noch. Okay. Was habe ich gesagt? Ich glaube den ersten, oder? Ne, der mit 127. Genau. Sehr nice. Wir nähern uns der halben Stunde, Freunde, da müssen wir aufhören. Komm, einen machen wir noch. Ach, den will ich aber nicht. Nehmen wir den mit. Gefühlt sind es alle irgendwie diese, weiß nicht, 70er Jahre, 72er irgendwie, so viele habe ich da, ich weiß nicht. Warum, aber... Gefühlt sind da irgendwie so viele dabei. Ach, die haben schon geile Designs hier, die Jungs. Da wieder nicht so viele bei der Auswahl, okay. Nehmen wir den. Oh, war mir nicht ganz sicher, aber damit haben wir auf jeden Fall nicht viel falsch gemacht. So, wir haben ein paar Gratis-Auto noch runtergeholt. Von unserer Ultimate Edition. Ein paar haben wir noch in petto. Und im nächsten Part werden wir auf jeden Fall wieder reingehen und beim Breakout da anfangen. Vielleicht sogar mit den SUVs mal schauen, dass wir da einen guten Einstieg haben. Vielleicht richte ich mal einen her. Mit Felgen und so ein bisschen. Da steht aber auch nirgends die Klasse, oder? Kann das sein? Der hat zum Beispiel nur C. Bei unten steht Beschränkung. Straße. Reifenbreite. Ah, das muss ich mal aufschreiben. Die Leistung.
Ah, die Ach so. Das ist aber neu. Weil beim Horizon hast du nur die Klasse gehabt und die Punkte. Und hier ist er beschränkt auf Reifenmischung Straße. Das haben sie aber eh geil gemacht. So finde ich das viel besser. Obwohl, wenn das Auto... auf die Leistung beschränkt ist, ja, muss man dann schauen, unterm Strich, wie das ausschaut. Wegen der Leistung, wenn der extrem schwer ist, dieser Escalade zum Beispiel, ob er da mehr Leistung trotzdem reinhauen kann, dass er von der Klasse her, von den Punkten her hinkommt. Oder hat er dann einfach Pech gehabt? Egal, da müssen wir sich anschauen, wie die das eingeteilt haben, aber scheint ein bisschen vernünftiger zu sein, das Ganze. Gefällt mir aber gut, dass man eben nur Straßenmischungen fahren darf hier jetzt. Die Reifenbreite ist auch begrenzt und die Leistung auch. Das ist sehr geil. Das finde ich sehr geil. Gut, Freunde. Da werden wir schauen, mit welchen SUV hier wir starten werden. Oder wenn es funktioniert, gleich mit allen vier, die wir hier haben, ein Rennen bestreiten werden. Und dann sage ich auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ah, der ist auch... Achso, der ist untermotorisiert, also von der Klasse her, genau. Den müssen wir auch ein bisschen auftunen. Ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.